So, ich würde aber sagen, wir bauen das Ding aus Holz, oder? Ja, das passt irgendwie am besten, würde ich auch meinen. Wir brauchen auch die U-Boot-Andockstation, ne? Wieso? Hast du vor, ab sofort mit dem U-Boot zu kommen? Ja klar. Ich fahre mit dem U-Boot zur Arbeit, weißt du? Ja, ist ja auch recht praktisch, ne? Ja. Ich meine, ne, wenn jetzt eh bald hier die nächste Sintflut kommt, da braucht man auch mal ein U-Boot. Ja, vor allem hast du nicht so viel Verkehr und so, das ist schon ganz cool. Ja, noch nicht, aber wie gesagt, nach der nächsten Sintflut, da sieht die Welt schon ganz anders aus. Was den U-Boot-Verkehr jetzt angeht. So, Fick Huhn, mach, dass du wegkommst. Naja, hier baue ich mal eben mit zu. Ups, es ist gestorben. Nehmt einmal alles zu klötern hier, dann haben wir vor allem noch ein bisschen Platz im Inventar. Ja, das war so der Hauptgrund eigentlich, warum ich hier jetzt gerade bin. So, Zeug weg. So. Ich wünschte, ich wäre ein Huhn und hätte nicht viel zu tun. Ich leg dir jeden Tag ein Ei und sonntags auch mal zwei. Fibum. Tschack, tschack. Ja, weißt du Bescheid. Okay. Arbeit. Huch. Schau mal hier. Wuselchicken. Wow, das ist ein Glitschhühnchen. Das ist ein Springteufelhuhn. Das kommt aus dem Bose. Ah. Ich bin ein Huhn. Ich glaube, das ist gar kein Huhn. Das ist ein wunderschöner Schwan. Er despawned. Das erkennt man nur so schlecht. Jetzt, mach. Komm, jetzt. Lack, jetzt. Stirbhuhn! Ich habe eine Idee. Es glitscht ja sonst wo. Wo ist es denn? Ich glaube, es ist eigentlich gar nicht da. Ja, mach mal. Da sind Federn aus dem Boden gewachsen. Das ist nie passiert. Ich muss weg. jetzt müssen wir jetzt wie im Horrorfilm, ja, weißt du, dann kriegen wir irgendwann so einen Brief so, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Ja, genau. So, oh, scheiße, echt, was habe ich denn gemacht? Ich kann mich nicht mehr erinnern, ich war betrunken. Du weißt ganz genau, was ich meine. Nein, weiß ich nicht, Mann. Das hab dich mal nicht so, komm, jetzt sag's mir einfach. Sei mal nicht so. Du hast einen Mann getötet. Ach so, ja, das. Ja, ich bin Auftragskiller, da passiert das nun mal. Kann das schon mal vorkommen. Das stimmt. So, Ballas, wie machen wir es denn? Ich würde sagen, wir machen bloß quasi so eine Überdachung, oder? So als Hafengebiet. So ein relativ offenes Gebäude quasi. Ja, das würde ich aber... Also hier auf alle Fälle eine kleine Promenade... Also eine kleine Promenade, weißt du? So ein bisschen einen Weg davor, den würde ich mit Half-Slabs machen. Ein Weg? Also hier so, ja, so zwei Felder breit, weißt du, so eine kleine Promenade halt, dann rechts davon das Kontor praktisch hier so ein bisschen. Mhm. So handelshaustechnisch, so ein bisschen mit, ja, sag mal, mit verschiedenen Handelshäusern. Wie lang machen wir das Teil? Ich grabe jetzt ja gerade einfach mal los. Mit der Feder. Mit einer Feder, ja, damit kitzelst du praktisch die letzten Überreste Boden raus. Genau. Ich würde sagen, dass wir wirklich gehen bis mindestens hier vorne. Ja, und dann aber halt nicht ganz so breit das Ganze, würde ich sagen, oder? Gucken wir mal. So? So ungefähr, warte mal, dann haben wir dieses Dach, dann da die verschiedenen, also wie gesagt, verschiedene Abteile, so die verschiedenen Handelshäuser, die dann da praktisch ihre warte mal, bis wohin hast du es jetzt ungefähr? Bis auf die Höhe hier circa. Ich komme mal wieder zurück, Moment. Ja, sieht gut aus. Ja, passt aber, genau. Siehst du, ich hab's voll im Auge. Raus. Ich hab voll was im Auge, ich weiß nicht, das brennt voll. Ja, dass wir das quasi als richtigen Hafen machen. Würde ich sagen. Aber ich leg mal hier mit den... Kobbels so ein bisschen Fundament aus, oder? Ja, kann man machen. Würde halt sagen, außenrum Kabel und jetzt hier dann innen drin Holz.
Jo. Also halt, ich hab ja noch Kabel da. Ja, zur Not, wir haben noch genug. Weißt du, irgendwo Cobblestone siehst, wo keiner hingehört, ne? Der ist da von selber gewachsen. Der war da schon. Gesetzt, ja. Der ist aus dem Boden geglitscht, so wie die Federn. Das ist voll seltsam gewesen. Ich weiß echt nicht, wie das passiert ist. Also, war auf einmal da. Ich sehe gar nichts. Hier ist übrigens auch noch einer so hochgeglitscht. Ich weiß nicht, wo. Weiß gar nicht, was du meinst. Au. Der hat kritisch getroffen. Yeah, boom, Headshot. Voll ins Knie. Das wäre Knee Shot. Finish him. Neatality. Neatality, ja. Ja. Weil wir gerade dabei sind, hat einer von euch vor, die Elder Scrolls online zu spielen? Oh, bestimmt eine ganze Menge, oder? Ja, keine Ahnung. Also ich muss ja sagen, mich reißt es nicht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sich da eine ganze Menge Leute drüber freuen. Ja, wie gesagt, das ist aber... Also wir beide sind ja eh keine großen Skyrim-Fans. Hatten wir, glaube ich, auch schon oft genug vorgekaut. Ich glaube, das können wir gar nicht oft genug sagen. Wir mögen Skyrim nicht. Wir mögen Skyrim übrigens nicht, falls ihr es noch nicht wusstet. Da sind Delfine mit dabei. Ja, war keine Delfine. Delfine kommen. Die sind immer so niedlich und fliegen so durch die Luft und so, weißt du? Das ist verdammte Delfine, bitte. Also, kann man doch nicht ernst nehmen, solche Viecher. Warte mal, oder hast du noch Holz da? Weil ich habe jetzt kein Eichenholz da. Ja, habe ich. Warum? Okay, ja gut, du legst das ja jetzt so weit aus. Weil ich jetzt dann Half-Steps hier gebracht habe, oder ich gehe schnell was holen. Moment. Ich habe auch noch genug dabei, beziehungsweise in der einen Truhe liegt auch noch echt ganz viel. Okay, dann durchforste ich mal die Truhen. Verstehst du, ich durchforste sie. Holz und so. Forst, ne? Ja, verstehe. Scheiße, Mann, das ist das Lustige. Ich glaube, ich gehe weinen. Warum? Vor Lachen. Ah, vor Lachen. Da kenne ich übrigens voll einen guten Witz, soll ich mal erzählen? Ja, erzähl doch mal. Nee, keine Lust. Nee? Nee, ich glaube, der passt hier nicht so hin. Achso. Nee, kommt davor beim Arzt. Oh, jetzt ist mir rausgerutscht. Oh, wo kommt der denn jetzt her? Ach, Mensch. Ja, das kann schon mal passieren. Daytime. Jo, hier ein Arbeitstisch. Und was macht mein Arbeitstisch? Man arbeitet da dran. Wirklich? Find ich voll gut. Ja, Alter, klar, Alter. Weißt du das denn gar nicht? Hast du nicht gelernt? Ne, hab ich nicht gelernt. Tut mich voll, sorry. Ah, Jung. Was soll nur aus dir werden, ey? Weiß ich nicht. Glaub, ich werd Let's Player. Das ist aber so. Kann man davon leben? Verdammt. Weiß ich nur nicht. Glaube nicht. Ich glaube nicht. Da muss man sich schon für andere Sachen noch mit prostituieren. Genau. Also, wenn ihr Yuvi mieten wollt, ne? Rent a Yuvi. Ach man. Ich hab da heute so ein Sonderangebot. Ja, vor allem, weil du das Sonderangebot machst, um mich zu mieten. Klar, hallo, ich bin dein Zuhälter. Also jetzt halt die Fresse, Schlampe. Ja, dann halt mal die Tür zu, es zieht hier. Ja, ich halt nicht die Tür zu. Ich halt dein Loch zu, damit da nicht jeder rankommt. Ja, dann. Dann kommen wir vorbei. Jubi. Ja? Ich glaub, mein Schwein pfeift. Meinst du? Nee, es hat gegrunzt, hat nicht gepfeift. Aber nochmal Glück gehabt. Das stimmt. Weil pfeifende Schweine... Das ist ja auch nur die Vorstufe zu fliegenden Schweinen. Ja, das müssen wir auch mal machen. Was? Schweine fliegen lassen? Ja, Schweine fliegen lassen. Wir bauen einfach Dynamit unter sie drunter und dann... Flieg und sie um. Los, Schwein! Bumm! Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. So. Grundgerüst steht schon mal. Das ist doch schon mal gar nicht so verkehrt.
Bitch. Naja, also ich muss sagen, ich finde es ja schon ziemlich, es ist da. Willst du gerade mein Grundgerüst beleidigen? Nein, aber es ist schon ziemlich scheiße. Gut, klasse. Super. So, Yubi Flame für heute, check. Haut ihn mal kaputt, bitte. Versucht es doch, ich schaff das eh nicht. Quatsch. Obwohl, wenn man sich anschaut, wie ich in Remember Me kämpfe. Doch, ihr schafft es wahrscheinlich schon. Ohne Probleme. Ja, bist du mein Kacknoob, wie wir alle wissen. Ja, es tut mir auch fast leid, aber nur fast. Ja, ist schon okay, wir wissen es ja alle, wie gesagt. Ja, das freut mich, dass ihr da mit mir leidet. Naja, eigentlich nicht, aber... Ich muss ja auch sagen, also inzwischen habe ich ja schon den einen oder anderen Bosskampf in Remember Me durch. Also, jetzt zu der Aufnahme dürften es, warte, das sind zwei. Die Bosskämpfe ziehen sich schon ganz schön, muss ich sagen. Ja, ich habe ehrlich gesagt schon länger nicht mehr zugeguckt. Ja, Kid Christmas ist ja der erste, den habe ich ja schon geplättet praktisch. Okay. Und dann hatte ich jetzt noch eine, sie nannte sich Madame. Madame? Ja. Ulala, mich juckt's am Arm. Tja, solange es am Arm ist und nicht am Sack, ist alles okay. So. Würde ich jetzt sagen, oder? Ja, passt schon. Ich baue hier gerade einfach mal und weiß überhaupt nicht, ob das überhaupt aufgehen wird. Es geht schon auf. Positiv denken. Du kennst ja die Grundregelung, ne? Was nicht passt, wird passend gemacht. Ja genau, dachte ich eben auch gerade so, von wegen, das kriegen wir schon irgendwie hin. Weil ich finde die Idee eigentlich gar nicht so verkehrt. Achso. Okay. Ja, das war dumm irgendwie. Ja, mit der. Ich habe genau die passenden Werkzeuge dabei. Machst du denn da schon wieder? Genau das, was man braucht, um Holz zu bearbeiten. Es geht nicht so, wie es mir denkt. Nee, geht nicht auf. Weil wir müssen das Gebäude ein bisschen kürzer machen. Oder breiter. Nee, dann machst du es so weit kürzer, wie du es brauchst. Und dann reißt halt noch hinten das Zeugs dann schnell ab mit. Jetzt muss ich mir bloß mal eben eine Axt die machen. Oh mein Gott, jetzt macht er sich die Axt. Holen. Ich habe nur keine Kabels mehr, Mist. Komm her. Ja, warte, ich geh mir da welche holen, weil mein Inventar ist eh voll. Okay. Konnte ich ein bisschen Scheiße abladen. Oh, Scheiße abladen, das klingt voll scheiße. So. Guten Tag, ich bin der Klempner, ich möchte hier ein Rohr verlegen. Oh, halt's mal. Okay. Ruhe, Klempner! It's a me! Das ist übrigens auch ein Klempner, ne? Ach. Ja, echt? Das glaubt man gar nicht, der springt den ganzen Tag Schildkröten auf den Kopf, aber arbeitet eigentlich als Klempner. Wer hätte das jetzt nur erwartet? Ja, seien wir mal ehrlich, also das stellt man sich doch heutzutage als Kind eigentlich vor, oder? Wenn man sagt, ja, und was bist du von Beruf? Ja, ich bin Klempner. Dann stellt sich doch jeder so ein Italiener vor. Mit einer roten Mütze und einer blauen Hose. Der dann die ganze Zeit durch die Gegend rennt und sagt, it's a me! Ist das so? Ja, also ich schon. Da gab es ja auch damals diesen uralten Film, der war so geil. Der über die Mario Brothers, oder was? Ja. Dieser super trashige Film, da gab es auch eine Kinderserie dazu, aber der Film war so geil. Vor allem, als sie dann den Bob Omb da hatten da drin, ne? Oh, Babybombe! Und alle treten auf die eisernen Autos und so weiter, ne? Und da fette Panik, ne? Das kleine Ding latschelt so tschick, 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 tschick. Also, ja, Panik. Wir werden alle sterben. Nein. Den habe ich auch mal irgendwie so ganz zufällig irgendwo gesehen. Ja, den hatte ich mal. Habe ich zwei oder drei Mal habe ich den bisher gesehen. Der ist halt absolut trashig. Da war ich auch noch kleiner und dann lief auch am selben Abend, das war irgendwann Weihnachten die Gegend rum, lief auch Double Dragon. Das war auch so eine super schlechte Videospielverfilmung. Von was?
Weißt du das gerade? Wenn der Film Double Dragon heißt, wird das Spiel wohl Double Dragon heißen. Ja, also sagt mir halt nur nichts. Ja, ist auch irgend so ein trashiges Prügelspiel, keine Ahnung. Ah, okay. So wie Mortal Kombat. Mortal Kombat. Davon gibt's doch auch so eine komische Verfilmung. Mhm. Zwei Filme. Zwei sogar? Oh mein Gott. Ich glaube, zwei müssten es sein. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. So, hier, Juvi. Hä? Wir müssen Piggy opfern an den Seegott. Schubs. So. So, Baller, so kurz wird das Teil jetzt doch. So kurz? Aufgrund meiner Umbauten. Deine Umbauten sind scheiße, bau nochmal um.